Drei Sänger. Wer schafft es weiter? In der rechten Ecke Michael, in der linken Ecke Arcadius und in der Mitte Ramon. Raten Sie jetzt und gewinnen Sie einen Abend bei sich zu Hause auf dem Sofa. Mein Name ist Ramon Tomalla, ich komme aus Bottrop, bin 24 Jahre alt. Mein Ziel ist es, so weit zu kommen wie möglich. Und ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass ich es schaffen könnte, bis in die Top 10 zu kommen. Oder vielleicht sogar Superstar zu werden. Und singst für uns jetzt? Señorita von Pietro Lombardi und P1. Yes. Oh. Okay. Oh. Ja, mach. Vielleicht kommt ja mit diesem Song wieder ein bisschen Sonnenschein hier rein bei uns. Hola, como esta, señorita? Ich check auf Snapchat, was du machst. Was du machst. Mamacita. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass ich es schaffen könnte, bis in die Top 10 zu kommen. Da kann jeder Song, der kommt, du singst einfach Kacke, ja? Du, das können wir wirklich, das Wetter ist scheiße, du singst scheiße, das können wir abkürzen. Beatrice? Nein. Loredana? Nein. Reicht nicht. Viermal nein. Trotzdem danke. Dankeschön, ja. Tschüss. Ramon ist raus. Der Nächste bitte. Raten Sie weiter. Wer schafft es in den Recall? Hallo. Oh. Oh. Arcadius. Hallo. Hallo. Wow. Ich bin der Archie, ich bin 27. Ursprünglich komme ich aus Polen, aber seit 3 Jahren lebe ich schon in Deutschland. Ist dir nicht kalt an den Füßen? Nein, nein, jetzt nicht, gerade. Oh. Wenn ich singe, vergesse ich die Welt herum. Singen ist einfach für mich alles. Was singst du für uns? Ich würde gerne erstmal Whitney Houston, Greatest Love of All. Was heißt zweiter Song? Don't Speak. Dritter Song? Flowers by Miley Cyrus. Okay. Ich werde die Jury mit meiner Stimme überzeugen, weil sie einfach geil ist. I decide alone to go, never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. I can buy myself flowers, run my name in the sand. Talk to myself for hours. Who knows, I think you don't understand. Also es hat absolut keinen Sinn. Alles, was mit Musik zu tun hat, hast du nicht. Niederlagen gehören dazu und heute ist es eine Niederlage im Gesang. Ich fand heute von allen Kandidaten, fand ich dich am schlechtesten. Ich wünsche aber trotzdem alles Gute. Danke. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank. Danke. Danke. Okay, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Nummer 3. Packt's wenigstens eher? Hey, was geht? Hallo, hi, hallo, grüß euch. Hallo, hallo. Ja, mein Name ist Michael. Ich komme aus dem schönen Oberösterreich und freue mich, heute hier zu sein. Bin ziemlich nervös und zittrig, aber... Michael, wie hast du dich auf den heutigen Tag vorbereitet? Erzähl mal. Also ich habe gestern und vorgestern meine Lieder noch durchgesungen. Welchen Titel singst du denn, Michael? Promise Myself von Nick Cayman. Traumtitel? Kennen die meisten bestimmt gar nicht mehr. Ich fand die Nummer toll. Ich glaube nicht, dass du es hinkriegst, aber ich finde versuche mein Bestes. Schön. Ich versuche mein toi, Bestes. Toi. Danke. Da ist Gefühl, da ist irgendwie Gefühl drin, aber das wird er jetzt zerstören. I promise a world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. Ich mach's kurz, toller Titel, aber schlechter Sänger. Okay. Alles, was den Titel ausgemacht hat, hast du nicht. Kein Gefühl, die Stimme klingt nicht doll. Okay. Ja. Von mir gibt es wirklich heute mal ein klares Nein. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst. Viermal nein. Danke dir. Okay, danke auch. Danke. Danke, tschüss. Ciao. Wow, 3 Sänger, 12-mal nein. Wer es erraten hat, darf sich jetzt gratis freuen.